Ich erzähle für das Protokoll jetzt die Geschichte des Wiedersehens mit unserer Wohnung, so wie sie wirklich passierte. Ich fuhr hoch in den sechsten Stock und stand wieder vor unserer Tür. Ich sperrte die Tür auf und es war ein anderes Schloss. Und als ich eintrat, da war ich schockiert, denn es war ein anderer Geruch. Das Einzige, was schön war, war der Blick aus dem Fenster, der genau dasselbe war. Obwohl ich es nur in Büchern gelesen hatte bisher, spürte ich, wie sich irgendwie mein Herz zusammendrückt. Că aveai mare încredere în noi și noi toți trei aveam încredere unul în celălalt. În tine până la povestea cu plecatul, care nu era lipsă de încredere, poate să pară însă așa, faptul că nu ți-am spus. Ich meine, so eine wichtige Entscheidung soll man dich fragen, dich damit belasten, mit diesem Geheimnis eigentlich. So wie das, wie die Erziehung in Rumänien war und so, Kopie, acum așa, chestia asta ca aici, așa că kind ist ein kleiner Erwachsener și trebuie să vorbim și machen wir eine Arbeitsgruppe, bieten wir, und einen Workshop. Ich habe es völlig vergessen, aber das Erste, was ich tat, als ich in die Wohnung kam, war, ins Badezimmer zu gehen und unter die Fensterbank zu schauen. Da hatte ich am vorletzten Tag, bevor wir weg sind, einen kleinen Zettel versteckt, auf dem ich geschrieben hatte, hier haben Adriana, Marius und Oliver Tataru gewohnt. Sie waren eine glückliche Familie. Es war nervend, es hat schon genervt. Man wusste, solche Sachen darf man nicht schreiben oder sowas sollte man. Es waren Themen, über die man eigentlich lieber nicht sprechen sollte, aber ich kann dir kein Beispiel geben. Du wirst bestimmt ein Beispiel und ich kann mich an nichts erinnern. Nu trebuia foarte mult explicat când vedeai cozi la care tu personal nu stăteai, sau foarte puțin. Când vedeai colegi de-ai tăi care stăteau la cozi, ce trebuia explicat în momentul în care făceai baie pentru întuneric la lumânare? Ce trebuia explicat? Cum holdele așteaptă sub ninsori să aducă lumii rod bogat, curat, așa ne-a vrut, drept ctitor de comori, partidul, steag de glorii, drum visat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Ein Mann mit lockigen grauen Haaren, der in der Schulklasse oberhalb der Tafel irgendwo nach links ins Leere lächelte. Er war der Mann im Fernsehen und er war das Porträt auf der ersten Seite jedes Schulbuches. Aus Protest konnte man die erste Seite rausreißen und sagen, es wäre schon so gewesen, als man das Buch bekommen hatte. Einen Schnurrbart zu malen, traute man sich allerdings nicht. Sind wir nicht fertig? Nein. Was hast du noch Fragen? Ja. Wie viele? Ein paar. Ein paar Köte. Wir müssen auch mit dem Bobby reden. Nein, das ist nichts. Bist du nicht mit, du hast gesagt, vielleicht reden wir mit dem Bobby. Nein. Doch, du hast gesagt. Habe ich nicht gesagt, nicht mehr lüg mir da. Du hast gesagt, du kommst und dann reden wir. Nein, ich habe gesagt, du kommst und ich erkläre es dir nochmal. Du wirst diese Sache wieder als einen Schwerpunkt in diesen vier machen. Nein, es wird kein Schwerpunkt, habe ich dir doch erklärt. Es kann kein Schwerpunkt mehr werden. Das ist ein Aspekt. Ich habe es gemacht, obwohl er mein Bruder ist und obwohl ich meinen Bruder gern habe und obwohl ich eine gute Beziehung zu ihm habe. Ich habe es trotzdem gemacht. Willst du es uns unbedingt jetzt... Das verstehe ich jetzt auch nicht.
weil mir das wichtiger war. Și la un moment dat, îmi amintesc că tata s-a uitat la mine într-un mod mai special, ca să spun așa, s-a uitat la mine și cu o voce extrem de hotărâtă mi-a spus, dar oare n-ar fi totuși cazul să plecăm? Also, hundertprozentig war ich ja nicht, du weißt ja, ob ich wieder zurückkomme. Das habe ich nicht gewusst. Aber eher, dass es für immer ist. Nu vreau să adâncesc cu tine subiectul respectiv, pentru că nici nu știam cum urma să reacționezi tu. Eram sigură că, de fapt, tu o să te bucuri și dar o să cum, fie... Cum puteai să spui că eu mă bucuram, eu speram să nu mai vină, că eu nici nu știam că e vorba să nu mai vină? Mein Vater erzählte mir vom Traum des Emigranten. Das ist ein Albtraum, in dem man träumt, man sei wieder in dem Land, aus dem man geflohen ist. Aber man kommt nicht mehr raus. Vater meinte, wenn man das träumt, sei man endlich angekommen. Mein Vater hatte diesen Albtraum irgendwann. Ich hatte ihn nie. Aber vielleicht ist das so, weil ich nicht aus Rumänien geflohen bin. Ich bin geflohen worden. Da? Intră direct. Da, acolo cu ce era? Cu ce să tot intra? Așa era. Intram direct cu șeful. Nu știu că au fost atâtea variante. Fiecare întrebare are trei. Și zici că ăsta nu-i chin. Spune mie, actor la film documentar, te-ai dus la irachieni ei americani, te-ai dus, i-ai pus, o spus. Niciodată nu ai spus, mai spune o dată, mai spune o dată, o mai spune o dată. Dar nu puteai să spui cum ai venit. Ai debarcat, acum te duci frumos și te tunzi. N-ai zis, ai zis că merge, că n-are importanță. Zi. Prima întrebare. Und jetzt mit dem Bobby. Nein. Ich habe mir mit dem Bobby gestern Abend überlegt, ja, eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Jetzt kannst du mal Schluss machen und ich erkläre dir nochmal zum 10. Mal, warum ich das nicht machen will. Das ist meine Sache, das ist zwischen mir und Bobby oder zwischen uns und Bobby und das, was hat jeder was damit zu tun? Muss ich das, bin ich im Facebook jetzt? Aber ich habe das Bedürfnis, dass du erzählst. Aber ich nicht.